Hey ho, was geht, Leute? Heute mal wieder eine kleine Dröhnchen, Prince of Persia. Jetzt der dritte Part. Jetzt, wo wir den Bogen gefunden haben und unser erstes Upgrade-Material für die Waffe. Ja, heißt es mal weiter schauen, wie es denn in der Story so geht, beziehungsweise zu den nächsten Hauptpunkten. Also, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr wisst ja, abonnieren, liken, gern gesehen. Und ab rein dafür. Ching. Bin sehr gespannt, wie es dann jetzt weitergeht und was, ob ich noch die ganzen Moves drauf habe, weil ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her, wo ich das gespielt hatte, aufgrund von Krankheit und allem Möglichen. Ja, aber wird schon irgendwie. Wenn er dann mal irgendwann fertig lädt. Aber ja, da. Da kommen wir noch nicht hin. Doppelsprung fehlt ja bekanntlich noch. Eins muss ich noch mal kurz überprüfen. Zack. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da wäre jetzt ein Punkt. Da zeigt mir die Spielmarkierung an, dass ich hin muss. Ja, dann würde ich sagen, machen wir natürlich jetzt allererstes. Oh, was haben wir denn hier? Schönes endlich. Das Material halt. Wie konnte ich eigentlich noch mal? Wie? Nee, nix da. Laufe ich hier richtig, nicht in die Kammer, sondern nach oben. Das schafft man so nicht ohne weiteres. Warum interagieren nach oben drücken lassen? Das werde ich auch nie verstehen. Nee, da bin ich ja gar nicht richtig. Noch weiter nach oben. Ich glaube, ich kann es tatsächlich bei OBS noch ein bisschen lauter machen, das Spiel. Sollte jetzt eigentlich gut sein.
Ja, da ist was, aber da kann ich leider nichts mitmachen, Vögelchen. Da wollen wir hin. Durch mein Atta ist diese Schmiede erfüllt von göttlicher Energie. Die Erde bebt. Und hörst du das? Dieses Summen hat nach meiner Schmiede gerufen. Nach dir. Erz wie dieses wird immense Macht entfesseln. Ist das so, ja? Göttliche Energie. Die Macht der Götter. Ein kleines Sachen noch anpassen. Es ist mehr als nur Macht, Sterblicher. Das ist aber ganz schön laut. Es ist Erkenntnis. Etwas zu finden, das vom Atta eines Gottes durchwirkt ist, ist ein Geschenk. Also sollst du das haben. Ja, nett, danke. Matra Schild. Nach einer erfolgreichen Parade werden alle Gegner in der kleinen Zeitblase verlangsamt. Ist dann nicht aus. Ich danke dir und deiner. Du hast meine Aufmerksamkeit. Willkommen. Ach, das Ding können wir auch noch verbessern dann. 600, so viel habe ich nun wirklich nicht. Der braucht 3 Slots, oder was? Ja, klingt zwar ganz nett, aber... Nö, aktuell nicht. So, dann gucken wir mal. Wo müssen wir jetzt hin? Kurz wieder die ganzen. Also. Wie die Controllings nochmal waren. Beziehungsweise die Steuerung so. So, jetzt wollten wir mal nach oben. Was uns hier jetzt Schönes erwartet? Ein Wackwack bauen. Wann ein kleiner Teil der letzten Chance im Atom. Nee, finde ich eigentlich so gerade aktuell schon ganz gut. Brauche ich keine Zeitblase. Hoch oben haust der Yahada. Bis in alle Ewigkeit. Yahada besitzt den Körper eines Löwen, das Gesicht eines Menschen sowie den Schwanz eines Skorpions und hat schon immer Menschen verschlungen. Wer in den ukrainischen Wald reist und seinen Pfad kreuzt, verschwand für immer. Um seinen Hunger zu stillen, schritt Yahada einmal durch das Tor der Zitadelle und verbreitet 3 Tage lang Schrecken. 500 Krieger wurden beauftragt, ihm entgegenzutreten. Nicht ein einziger überlebte. Darius war noch ein junger König, bewaffnet mit dem Königsschwert, das Kaheva für ihn geschmiedet hatte. Forderte er Yahada heraus. 100 Mal wich er seinen Giftstachel aus. 100 Mal konterte er seine Angriffe. Darius beschwor Atta die heilige Flamme. Yahada hatte nie solch einen Widerstand von einem Sterblichen erlebt. Er war besiegt. Darius verschonte sein Leben, sperrte ihn jedoch oben in die Zitadelle an.
So begann die Legende von Darius, König aller Könige, dessen Weisheit und Mut Persien in der ganzen Welt erstrahlen ließ. Nope. Dann wissen wir ja schon mal, wem wir oben begegnen. Versteckte Wand? Nein. Das sieht nach Kolosseum aus. Nach Bossfight. Ja. Dein Leben endet hier. Well. Okay, der macht dauerhaften Schaden. Das ist ziemlich uncool. So, mal gucken, wie parieren ging. Erstmal hier sachte reinkommen. Okay, so weit reicht der nicht. Au. Okay, raus ist der Kurze. Ah, zumindest hat das geklappt. Und euch einen mitgeben. Unnötiger Treffer. Du bist sterblich. Der Tod ist dein Schicksal. Eigentlich werde ich schon Sterblicher genannt, also. So ganz korrekt ist das ja auch nicht. Okay. Au. Damit habe ich nun nicht gerechnet. Aber das war es wohl auch. Sag ich ja. Mir Schwänz gegeben. Mal den Boden im Auge behalten. Du bist sterblich. Tja, diesmal nicht. Aua, diese Kugel nervt ganz schön. Ach,
Kann man die abschießen? Oh, jetzt war ich unkonzentriert. Der ist schon nicht ohne. So, alle mitgeben. Ah ja, man kann sie zerstören, sehr gut. Aua. Der war uncool. Der auch. Dass er mich auch gleich dann so killt. Ich glaube, an dem werde ich ein Weilchen hängen. Warum ich denn so eine Dinger nicht abwehre? Ja, ja, ernsthaft. Kugel geht mir nicht ansonsten echt hart auf den Sack. Au, macht der viel Schaden. Bin ich immer kein Fan von. Ach komm, ich bin doch gar nicht drin gewesen. Ich habe keinen Bock auf die Griffbrühe. Das stimmt, dieses Heilungszeugs könnte ich ja auch noch machen. Dass man auch da nicht durch darf, das ist so unfair. Ja, im Idealfall einfach Abstand wahren. So
wir zum Thema Abstand waren. Da ist die Frage, wie setzen wir nochmal Heilung ein? So. Mist. So, gut ausgewichen. Nein, 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 nein. Nicht in die giftige Suppe. Ich bin ausgewichen. Die ganze Zeit. Mit rangehen, danke. Du. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik für den Stachel. So. Ganz entspannt jetzt hier das Ding nach Hause fahren. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Gibt es hier noch irgendwo welche? Warum gab es welche? Au. Boah, der hat mir ja aber eine Klatsche gegeben. Au. So viel zum Thema. Ganz entspannt das Ding nach Hause fahren, ne? Mann. Eigentlich ist er gar nicht so schwer. Wenn man halt nicht dämlich spielt. In die Grütze. So. Das war schon mal ganz gut. Nicht stressen lassen.
Wie kann ich denn jetzt die Scheiße hier einsetzen? War nicht ganz mein Plan. Das war's. Sag ich ja. Wenn ich die zweite Kugel nicht platt mache, dann sieht es ganz schlecht aus für mich. Und warum springt der denn da am Anfang immer rein? Kann ich jetzt eigentlich einen Neustart machen? Aber ganz ehrlich, so ein Start ist einfach frustrierend. Ah, nochmal. Nicht! Ach, der hört aber auch nicht, der Junge. So, diesmal nicht. Komm doch her. Och, come on. Aber zumindest gibt es einen Fall. Ja. So, wenn ich jetzt nur wieder wüsste, wie man halt... Manchmal finde ich die Steuerung etwas schwierig. So, respawn meinen Backbock bauen. Ich will jetzt wissen, wie man die komische. Okay. R2, unbekannte Fähigkeit, unbekannte Fähigkeit. Variieren, ja. Bei etwas. Oder ist es damit sind die Talente nun einbringen. E2 steht da ja. Ah, jetzt sehe ich es. Oh Mann. Viereck oder ein Dreieck. Gut, damit hat sich einiges geklärt. Dann können wir jetzt endlich durchstarten. Jeden Tag, Meister, jetzt gibt's aufs Restbett. Oder eben auch nicht. Das sollte ich vielleicht nicht dann machen. Na, flieg mal hoch. Ich? So, jetzt kann ich ihm schön einen mitgeben.
Okay, Heilung wollte ich jetzt eigentlich noch nicht machen. Aber ich nehme es trotzdem an. Okay, der ist instant kill. Boah. So, da war noch nicht angefangen. Der mich erwischt hat, fand ich jetzt auch wieder ein bisschen rigged. Mal kurz seine Seuche da stehen lassen. Mist. Ich wollte eigentlich nicht in die Seuche. Zum Heilung gönnen. Fein nehmen wir mit. Ach, nicht da rein. Bin doch so kurz davor. Ah, lassen wir ihn fliegen. Das war knapp. Oh, in die Fresse. Nein! Och, dass ich den verkackt habe. Warum ist denn der Insta-Kill? Das finde ich überhaupt nicht nett. Schon wieder kurz Angst gehabt. Okay, da kann man ihn gar nicht mehr abziehen.
wollte gerade sagen, immer schön rüberspringen. Nee, danke. Kein Bock auf den Schmarrn. So, alles gut, alles fein. Immer noch kein Bock auf den Schmarrn. Jetzt richtig hier reinlöten. Dass der auch schon lange seine Parierattacke nicht mehr gemacht hat. Nicht die. Nein, 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 nein. Nein, das war so knapp. Ach. Junge. Komm, flieg. Ist es nicht gezählt, hat schon wieder. Ach, alles rickt. Strafen, Junge. Ey, vorhin die ganze Zeit immer hinbekommen und jetzt... Oh, ich habe ja gesagt, Fettchen, Weichen dran sitzen. Ich dachte, jetzt kommt wieder die Sequenz. Jetzt aber. Du bist. Ja, richtig guter Start diesmal. Jetzt wird's ungemütlich. Sag ich ja. Nicht in die Grütze, nicht in die Grütze. Ein bisschen Heilung wieder. Können wir jetzt mal wieder ordentlich spielen? Danke, danke, danke. Und dir auch einen schönen Abend. Nicht in die Grütze. Du bist.
Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber gut, habe ich einen Heilungsspot. Ist ja auch nicht verkehrt. Kann mich mal gleich wieder heilen. Der trifft dann auch immer. Mal ganz gut. Trinken. Ach, der hat einen Cooldown. Das habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Jetzt aber. Putz. Ah. Schnetzel. Und damit haben wir auch die ja, ersten entspannten 14 Minuten heute wieder rum hier. So, ein Blatt der mythischen Blume der Unsterblichkeit. Ah ja, Gesundheit ist wichtig. Ja, genauso fühle ich mich auch. Oh, der Lichter jetzt. Ist das der Doppelsprung? Mir fehlt das doch immer Doppelsprung, oder? Achso, ich muss mich bewegen. Eile von Simur. Und zu Simurs Kräfte, um Räume zu krümmen und dich durch die Luft zu bewegen. Indem du R2 drückst, bewegt dich damit horizontal. Okay. Kann auch nach einem erlittenen Treffer verwendet werden, um Sargons Fall aufzuhalten, bevor er auf dem Boden war. Okay. Jetzt kann ich da unten weiter. Naja, Dash quasi. Ja, sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. So. Jetzt haben wir höher. Ah ja, das war der richtige Weg. Ja, mir geht's soweit sehr gut. Danke. Und selbst? Irgendeine Spur vom Prinzen? Hallo? Nichts. Und ich suche schon seit 3 Tagen. 3 Tage? Ataban, wir sind erst einige Stunden hier. Stunden für dich. Tage für mich. Jahre für Adashirs Männer. Sonst hast du nichts zu erzählen? Das freut mich auch sehr zu hören. So. Lass mal kurz ans Bäumchen setzen. Hm.
Und jetzt ein unter mir. Ich darf auf jeden Fall jetzt beim nächsten Mal nicht so lange schleifen lassen hier mit dem Zug, weil sonst vergesse ich schon wieder die Hälfte. Also gerade der Anfang war vorhin auch richtig tricky. Okay. Steinchen. Aber gut. Haben wir das überhaupt irgendwas? Ja. Und unter mir? Das war knapp. Kräfte gewonnen. Mhm. Wäre das? Der sollte ja nicht gehen. Das war interessant. Aber kein Problem. Was gibt's hier so? Liebste Mutter, da die du. Und wenn du eine Schere, ja, natürlich. Skript. Boah. Ich bin halt gespannt, eure Nachricht. Ja. Das ist bestimmt sehr interessant, was da so drin stand. Statuennetzwerk. Du kannst zwischen zwei wieder aufgebauten Harmon-Statuen teleportieren. Interagiere mit den Harmon-Statuen und wähle deine Orgelkugel. Ja. Da gibt es ein Rufezeichen, aber das ist mir gerade, glaube ich, erstmal noch egal. Nach oben. Beziehungsweise. Entfernen. Ach, hier nach unten geht's da quasi. Gucken wir mal. Ach, war das jetzt schon? Ich hab's tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nee, also ich selber nicht und selbst. Das war zu weit. Warst du jetzt denn quasi gestern und glaubst ja, oder? Ach so. Ja gut, das ist blöd. Okay, das reicht auch so. Das nicht. Uff. Anspruchsvolle Stelle. Ja, das ist blöd. Ah, und wie fand der den? Keine Ahnung, was mir diese Münze jetzt bringt. Ganz okay. Hm. Ja, ich glaube, dass tatsächlich ein richtiger Film eigenständig wäre irgendwie cooler gewesen.
Als jetzt nur quasi diesen einen Teil von der Story. Ah. Was mache ich denn da? Ja, also da muss ich sagen, das lohnt nicht unbedingt. Wäre auch nochmal was anderes gewesen, wenn es komplett halt dann nur von der neuen, aber so. Hm. Ja, schade. Aber es hätte ja auch gut sein können. Aber so hast du dann ja auch zumindest nichts verpasst. Ja, 3 Stunden ist definitiv ein bisschen sehr lang. Für ein kurzes, spaßiges Kino-Event. Hm, Schatztruhe. Neues Amulett freigeschalten. Nach einer erfolgreichen Parade stellt so eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Das finde ich sehr, sehr gut. Hui. Aua. Zack. Ach, meine Pfeile sind voll. Nach oben muss ich ja eigentlich. Aber da liegt noch was. Handwerk, Teppichweh. Cool. Oh ja. Schalter bedienen wir nochmal. Ernsthaft. Nein. Ich sollte mich nochmal an den Baum setzen, bevor es weitergeht. Oh, das Ding können wir ausrüsten. Aha. So, das war schon mal ganz gut. Oh. Nicht so ruppig mit dem Prinzen. Anahita, ich kenne dich. Du bist der Krone treu ergeben. Warum tust du das? Wir haben noch einen weiten Weg. Halt! Ich kenne dieses Atra. Anahita, keine Bewegung! Erledigt ihn! Ja. Berät Rainer! Ups. Oh. Ah, habe ich schlecht pariert. Und jetzt zu dem. Noch wer? Och, ich wollte gerade was trinken. Juhu, die ganze Passage nochmal.
war alles kein Problem. Solange wir es nicht nochmal danach machen müssen. Nicht so ruppig mit dem Prinzen. Anahita. Wir haben halt. Naja, ja. Dafür gehen sie sehr entspannt weg. Die haben so einen verzögerten Angriff. Entspannt hier einfach. Ah. Genau so macht man das. Ich habe gerade Hassan und Anahita gesehen. Sie waren eben noch über uns. Verstehe. Sie müssen nach Westen gegangen sein. Es ist seltsam. Das ist ein Labyrinth, aber es kommt mir vor, als wäre ich hier schon ein... Bahram, geht es dir gut? Ja. Hier, nimm das. Ich will niemanden an diesen Ort verlieren. Ja, am Ende eines Standard-Kombo einen vierten Angriff aus. Bleib auf dem Pfad zum Simurg-Turm. Ja, nehme ich auch dankend an. Oh, ja. Eigentlich wäre sowas auch für The Sea nochmal was Schönes. Aber ganz ehrlich, was mit den Leuten da abgeht, wie viele Stunden man da reinsetzt. Weil dann stehst du kurz vorm Ende und kriegst du da nochmal irgendwie auszusehen, irgendwie am besten noch von einem Billo-Gegner auf die Fresse und dann alles nochmal. Ach ja. Obwohl, ne, ich glaube, das ist, dafür hat er dann doch nicht die Geduld. So, in den Mauern wurden wissenschaftliche und kulturelle Erkenntnisse aus der ganzen Welt gesammelt. Ein Archiv, das alt wie neues Wissen über Götter und Kreaturen der Erde vereint. Diese Informationen sind universell und stehen allen zur Verfügung, die ihren Horizont erweitern möchten. Offizielles Dekret von König Darius dem Großen. Wissen wir Bescheid. Ja, sehr, sehr schade, definitiv. Für Janot war der Berg Quaff ein einladender Ort. Unter der Herrschaft König Darius besuchten die ganze Welt Zitadelle des Wissens. Angesichts der zunehmenden Bedrohung wies der König seine Architekten an, Befestigung zu entwickeln. Lange nach seinem Tod baute Mariam durch den Fluch in den Wahnsinn getrieben die Stadt weiter aus. Und du bist? Er ist da! Er will uns einsperren! Wer? Er ist da! Hä? Er will uns einsperren! Wer? Das finde ich immer schade. Sollen sie eher so drei Punkte machen oder so? Okay. Sind wir jetzt hier bei Harry Potter oder was? Okay, da oben ist der Wackwackbaum. Gott, wie viel gibt's denn von denen? Ed? Du verstehst nichts von Geduld. Ich habe Jahrhunderte auf Knien gewartet. Du verstehst nichts von Geduld. Oh. Hier wird es zu voll. Aua. Ach, der greift mich an. Greifen die mich alle an. Die sind ja verrückt. Auf jeden Fall sehr frech.
Bus hier. Ich hätte erst mit ihm reden sollen. Kristalle auf die Hand natürlich auch unten an. Und da ist der heilige Wackfackbaum. Oh, du hast mich gefunden. So viele neue Besucher rasen durch die Stadt. Du meinst, so wie ich? Hast du eine Frau mit dem Wappen eines Generals gesehen? Gesehen? Nein. Unsere Wurzeln spüren die Erschütterungen am Berg Kav. Ah, dann weißt du nicht, wer es sein könnte. Sie bedrängt den jungen Mann. Schiebt und stößt ihn. Wack Wack versteht das nicht. Der junge Mann ist eine sensible Seele. Liebenswürdig. Der Wack Wack mag ihn. Wack Wack klingt echt wie so ein sehr besonderes Kind. Kann ich auch nichts machen. Gut, Kners. Jetzt soll es an der Stelle noch erstmal wieder gewesen sein. Haben wir noch ein bisschen was geschafft nach dem 14 Minuten Bossfight heute. Aber hey, immerhin geschafft, also von daher. Alle Duty laufen. Also in dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend und wenn wir hauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.